In der Vollständigkeit halber werde ich jetzt mal dieses Video drehen. Und zwar, ja, Halbzeit fürs Jahr, mehr oder weniger. Ja, schon weit über die Halbzeit, aber Sommerpause sozusagen. Ist für mich immer so ein bisschen die Halbzeit. Ist August, Juli, August sowas. Weil da meistens eh nicht so viel passiert. Und ja, meine zwei Flop-Aktien. Und fragt mich nicht, was mich da geritten hat. Ich habe zum einen die Lufthansa und auch zum anderen Barrick Gold gekauft und beide na, zum Zeitpunkt, die, sagen wir mal, aufs Jahr gesehen nicht so günstig waren. Barrick Gold hier irgendwo im Mai rum oder so, ja, bei 24 Dollar und Lufthansa hier, ja, auch irgendwo bei 11 Euro. Und ja, Barrick Gold bestraft mich ja schon die ganze Zeit. Hier sind wir mal ganz knapp ran, ein bisschen Richtung 200-Tage-Linie wieder gekommen. Und ich hätte dann sozusagen die Hälfte hätte ich verkauft bei der 200-Tages-Linie. Aber da sind wir ja gar nicht, damals gar nicht rangekommen. Die war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen höher. Und somit bin ich noch in der vollen Position, ungefähr 10k mit Barrick Gold. Und wie kam es dazu, dass ich einfach hier zu dem Zeitpunkt das gekauft habe und mir gedacht habe, naja, wir sind jetzt sozusagen im Erholungstrend irgendwie, ja, und Barrick Gold, ja, Gold mit Inflation und so, na, die machen da schon ihre Marge. Goldpreis wird eh steigen, bla bla bla. Und habe dann mir wahrscheinlich zwei, drei falsche YouTube-Videos reingezogen und dann habe ich einfach so eine emotionale Kaufentscheidung getroffen, in Kombination damit, dass ich einfach. Ja, zu dem Zeitpunkt einfach zu viel Cash übrig hatte, blöderweise, ja. Also das sollte man auch nicht tun, sich YouTube-Videos reinziehen, wo es immer heißt, Cash ist böse, weil dann verleitet es einen dazu, das halt in irgendwas zu investieren, was überhaupt keinen Sinn ergibt, ja. Ich habe mir das, also ich gebe es ehrlich zu, ich habe mir das nicht so wirklich genug überlegt gehabt zu dem Zeitpunkt und entsprechend bin ich halt hier meine 20% oder so im Minus. Sehr, sehr übel. Und hier geht es langsam auch in die 20%-Region. Ja, jetzt sind wir sogar unter 9 Euro hier bei der Lufthansa. Und ja, hätte sich eigentlich, also ich habe mir gedacht, ich hatte ja auch Fraport. Fraport habe ich ja genau in der Krise gekauft. Auf Hinweis des Investmentbanks und. Und das hat sich ja verdoppelt und die stehen ja immer noch sehr gut. Aber Lufthansa ist halt nicht Fraport, ne? Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Und die habe ich auch zum falschen Zeitpunkt gekauft. Also, die gehen durchaus wieder in Richtung Krise, Krisenlow, ja, von 7,50 € oder was das da war. Ja, das sind so meine zwei Flop-Aktien des Jahres. Mit allen anderen Sachen kann ich mehr oder weniger leben. Was natürlich auch noch sehr enttäuschend ist, ist aktuell. Dass man letztendlich, dass sich die ganzen Gewinne wieder auffressen bei den ganzen Wasserstoffaktien, egal welche das sind. Ja, also da habe ich so ein paar verschiedene gehabt, die waren nochmal ganz kurz vor. Aber da sind sozusagen, ja, da hatte ich auch Gewinne und das gleicht sich da wieder mit den Verlusten wieder aus. Aber das sind definitiv meine zwei Verlustaktien des Jahres. Insgesamt bin ich natürlich noch recht gut im Gewinn, klar. Ich habe jetzt hier auch sagen wir mal, bei Lufthansa, was habe ich da? Keine Ahnung, so 20 Aktien oder sowas, aber ja, nicht 20, mal 2, 100 habe ich, glaube ich, bei Lufthansa oder so. Ja, auf jeden Fall nicht in dem Konto, sondern andere Konten, deswegen muss ich jetzt erstmal nochmal nachschauen. Aber darum geht es ja nicht, es geht einfach darum. Ja, die Frage stellt sich natürlich, okay, das Ding jetzt einfach verkaufen, ja, oder halt einfach steinhart, eisern weiterhalten. Ich persönlich gehe halt davon aus, dass zum Beispiel auch eine Barrick Gold, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, dass wir halt die Hochs wieder sehen, ja. Und wie lange es dauert, kann niemand wissen, aber ja, es war so kein, nicht als Trade gedacht, Barrick Gold. Und Lufthansa war auch auf einen Zeitraum von mehreren Jahren eigentlich gedacht. Von daher sind es halt aktuell im Verlust und halt echt langweilig, um zu beobachten. Das heißt, man am besten beobachtet es gar nicht. Aber ich wollte es einfach hier mal teilen, damit man nicht nur immer die Gewinner teilt, weil ich glaube, es gibt niemanden mit einem Portfolio, der nur Gewinner hat. Ja. Oder es gibt vielleicht auch, aber mein Gott, der hat halt dann, sagen wir mal, die Fun-Aktien und die haben dann alle gewonnen in den letzten 5 Jahren.
Das gibt es natürlich auch, solche Portfolios. Aber sobald man natürlich ein bisschen nach links und rechts ausschert, mal was anderes kauft als nur Microsoft, Amazon, Apple und Google, ja, sind dann zwangsläufig auch mal ein paar Verlierer dabei. Das Wichtigste abschließend möchte ich noch sagen, das Wichtigste ist immer der Time Horizon. Denn ich nehme an, also Lufthansa ist jetzt definitiv mehr oder weniger, gehört ja dem Staat, ja. Seit der Krise ganz besonders. Eine Lufthansa wird sich nicht auflösen. Eine Lufthansa wird sich halt quasi ja, irgendwie immer über Wasser halten. Das heißt, es ist kein Investment, was verschwindet, so wie bei Wirecard und genauso bei Barrick Gold. Ja, deswegen bin ich da relativ zuversichtlich, dass ich da zumindest meinen Einsatz wieder irgendwann herauskriege und dann kombiniert mit den Gewinneraktien ich insgesamt so halt meine Standardrendite im Jahr von ja, mindestens 10% habe und das ist so. Bei Aktien, wo ich so mal insgesamt würde ich mal sagen, ist es auf jeden Fall okay. Und wer halt bei Aktien wesentlich mehr ambitioniertere Renditen hat, ja, also wer jetzt bei Aktien jedes Jahr 50% machen will, der muss halt entsprechend auch traden und Risiken eingehen, noch mehr Risiken. Und hat dann entsprechend auch ein größeres Downside. Und das Downside, das kann ich mir einfach nicht leisten, weil ich bin halt nun mal selbstständig. Ja. Downsides und so kann ich mir halt leisten, wenn ich Beamter bin. Ja. Verbeamtet oder wenn ich halt für die Europäische Union arbeite, am besten noch besser, dann hab ich mein steuerfreies Gehalt. Da verdient, glaube ich, sogar der Postbote 5.000 € netto beim Europäischen Parlamentamt hier in München. Und wenn du also so einen Posten hast, dann kannst du da auch traden und machen, tun, was du willst. Aber wenn du selbstständiger bist, dann kann jederzeit passieren, dass, ja, dass du mal auch sagen wir, Monate hast, wo es halt nicht so läuft. Ja? Aufgrund widerer Umstände. Ja? Das kannst du überhaupt nicht gar nicht beeinflussen. Und dann ist es halt so, dass du dann halt anfangen musst, musst du halt entscheiden, wenn du zum Beispiel Angestellte hast, ja, musst du halt Entscheidungen treffen, entweder du entlässt den Angestellten. Wenn du aber einen sehr guten Angestellten hast, ja, wo du weißt, der ist tipptopp, den möchtest du nicht wegen einer kurzen Flaute irgendwie entlassen, dann hältst du ihn halt über Wasser und dann brauchst du halt entsprechend Kapital. Ja. Das ist dann eventuell vielleicht sogar eine viel klügere Investition als irgendwelche Aktien. Ja. Und solche Gedanken musst du dir halt da machen, wenn du selbstständig bist und wenn du im Gegensatz zu Angestellte und Beamte, deswegen gehe ich mal davon auch aus, dass die meisten der Follower, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die ganzen Aktienkanäle so viele Follower haben, im Vergleich zu Unternehmerkanälen, ja, die haben teilweise nur ein Fünftel oder nur ein Drittel im Verhältnis. Weil halt einfach die meisten, die mit Aktien und so weiter machen, halt eben keine Unternehmer sind. Ja, weil die Unternehmer und Selbstständige halt gar nicht die Luft haben, oder gar nicht das Kapital, oder gar nicht den Nerv dafür, irgendwie in Aktien zu investieren, weil sie halt einfach alles für ihr Business brauchen. Ja. Ich hingegen da gibt es viele Faktoren, wo man da mit rein tun muss. Nochmal ganz kurz ausholen, falls du auch sag mal, Selbstständiger bist und auch mit Aktien machst und so weiter. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich weiß, dass natürlich die ganzen Mentorenbranche, die ganzen Mentoren-Gurus und so weiter alle sagen: Boah, was ist denn das für ein Zeugnis, wenn du nicht jeden einzelnen Euro in dein Business investierst, sondern in andere Businesses, an Anführungsstriche Börsenwerte. Ja, da hast du was ist denn das für ein Zeugnis? Da hast du ja sozusagen, da fehlt dir das nötige Selbstvertrauen. In deinem eigenen Business. Das ist natürlich nur eine Teilwahrheit. Ja, weil, wie ich schon gesagt habe, es gibt Umstände, besonders wenn du halt, ja, egal wie groß dein Business ist, ja, es gibt Umstände, die kannst du überhaupt gar nichts für. Ja, da ändert sich was, irgendwas in der Branche oder so, in der du gerade bist. Ja, zack, bum, bang, und dann brechen die irgendwas ein und dann kommt, keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen und es ist immer gut, wenn du 10, 20% aus dem Business rausziehst von Beginn an und in Sachen investierst, wo die Downside eben wesentlich geringer ist als wie in so einem Startup. Ja?
Denn die Statistik spricht halt komplett gegen dich, ne? Also die Statistik sagt halt nur 99%, aber 95% aller Startups in Deutschland werden nicht älter wie 3 Jahre oder irgendwie so, ja, in einem Dreh. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Google pleite macht in den nächsten 20 Jahren, ist halt entsprechend geringer, ja. Also deswegen, solche Sachen musst du dir halt überlegen und klar, dass diese Mentoren und so, die dann auch irgendwelche Coaching-Programme verkaufen für 20.000 Euro, die sagen natürlich, hey, du bist noch in den Anfängen, ja, investier in mich, ja, in mein Programm 20.000 Euro, warum kaufst du hier Google-Aktien für 20.000 Euro, das gefällt mir gar nicht, ne? Das ist nur ein schlechtes Zeugnis, dass du nicht an dein Business glaubst, ja, klar, kann man so und so sehen, ne? Kann man so und so sehen, ne? Wenn ich dann in das Coaching 20.000 Euro bezahle und bei den, nochmal ganz kurz, zu diesen Business-Coaching-Programmen, da gibt es ja auch keine transparenten Zahlen. Ja? Also ich finde das immer so lustig, da gibt es halt dann Testimonials, ja, aber transparente Zahlen gibt es ja nicht. Ne? Also dass du, sag mal, dass dir jemand darlegen würde, so wie bei Aktien oder an der Börse, wo ja alles mehr oder weniger versucht wird, transparent darzustellen, mit Ausnahme von Wirecard und so, gibt es immer schwarze Schafe. Aber da kannst du so ein bisschen, ja, also dafür ist ja die Börse bekannt, ne, dass sich jeder seine Zahlen holen kann und rechnen kann und alles. Und bei Mentoring-Programms, also Business Coaches oder Startups, Unterstützung und so weiter, die ja im Übrigen auch operativ meistens gar nichts tun, sondern nur einfach nur Mentoring machen, ja, und dann, wenn du es dann umsetzt und es nicht schaffst und Pech gehabt, kriegst du dein Geld auch nicht zurück. Ganz im Gegenteil, hast ja noch zusätzlich Werbekosten gehabt und alles. Also von daher, ich kenne kein Mentoring-Programm da draußen, egal wie gut oder wie schlecht es auch mal sein mag, für Business Coaching, ja, welches seine Zahlen offen darlegt. Ja, damit meine ich, Zahlen offen darlegen, meine ich, ja, sagen wir mal, 500 Selbstständige gecoacht, ja, gementort, 500 Selbstständige, und davon haben 10%, 20%, 12%, 13% die ersten 3 Jahre überlebt. Ja, oder so und so viel fünfstellig, sechsstellig verdient und so weiter. Nee, es werden immer Testimonials gemacht mit sechsstellig, fünfstellig und so weiter, aber halt nicht die genauen Zahlen, ne? Ganz klar. Ja, weil man dann nämlich sehen würde, dass nämlich ein ganz großer Prozentsatz, ja, da eben genauso struggelt und wieder aufgibt und nie weiterkommt. Und also ich kenne halt ganz viele, die halt Mentoring-Programme halt, wo halt teilnehmen. Und das wird dann halt nicht offen kommuniziert, ne? Ich sage halt, wenn ich jetzt ein Mentoring-Programm machen würde, ja, sagen wir mal, das ist genauso wie in jeder Schulklasse auch, ja. Du hast halt dann deine Einserschüler und das sind dann die sechsstellig verdienen oder so, und dann hast du halt ein paar Zweier-, Dreier-Schüler. Das Mittelfeld, die halten sich halt so über Wasser, und dann hast du halt die halt mehr oder weniger wieder aufgeben, ja, oder nicht durchkommen oder so. Und da ist halt, wenn du dann 10, 20% rausziehst und halt in Aktien investierst wie Google oder sowas, Barrick Gold, vielleicht auch, keine Ahnung. Wenn du daran glaubst, an Gold, dann hast du da halt zumindest dein Risiko ein bisschen diversifiziert, dass, wenn dein Business halt komplett in die Hose geht, du nicht halt mit gar nichts dastehst, nur mit der Unterhose. Und dann fällt halt auch noch mit rein Themen wie dein Alter, ne? Also dann, ich meine, generelle Mentoring-Ratschläge zu geben, ja, wo ich gar nicht genau weiß, wie alt bist du eigentlich. Ne? Also ich mache jetzt ein YouTube-Video und ich sage einfach, investiere die ersten 10 Jahre immer alles in dein Business. Ja, und das stelle ich dann auf YouTube. Ja, und dann schauen sich das Leute an, die sind 20, das schauen sich aber auch Leute vielleicht an, die sind 30, 40 oder vielleicht sogar 45, die sich nochmal selbstständig machen wollen. Ja, und die würden eigentlich einen völlig anderen Ratschlag benötigen, ja, jeweils schon allein aufgrund ihres Alters, ja, und aufgrund ihrer finanziellen Situation, aufgrund ihrer familiären Situation und so weiter. Und das ist halt immer die Gefahr bei YouTube. Es sind Unmengen an Content verstreut, also wirklich, also kurz vorm Wahnsinn schon, wenn man sich das mal bedenkt. Wir haben aktuell durch das Internet hat ein Mensch ich glaube,
in einer Stunde so viel Reize, die er wahrnimmt, so viel Informationen wie noch vor 100 Jahren in 7 Jahren. Da gibt es so eine Studie. Ja. Also, wir sind, also dass manche quasi kurz vom Wahnsinn sind, ja, mit den ganzen Reizen und Handy und noch ein Feed und das noch und dann noch eine Nachricht, ist auch ganz klar. Ne? Sagen auch manche Business-Mentoren, dass die letztendlich auf ihrem Smartphone überhaupt gar keine App mehr haben, ja, weil sie sonst wahnsinnig werden würden. Und das ist natürlich zu 100% wahr. Ne? Okay, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift, ein bisschen was erzählt, aber immerhin, ich denke mal, es ist ein super wichtiges Thema. Zum Thema Risiko, Verteilung und so weiter insgesamt. Sei vorsichtig, ja. Also nicht zu sehr waghalsig und so, wenn du so zum Beispiel in der selbstständigen Schiene bist. Also ich bin selbstständig und ich habe mit vielen Selbstständigen und so ständig telefoniere ich und alles und Kunden und alles Mögliche. Und ich kann dir nicht sagen, also es ist schon ziemlich crazy in manchen Branchen aktuell, ja. Also ich höre, glaube ich, 20 Mal am Tag das Wort Findungsphase, Restrukturierung, ja, Umstrukturierung, ja. Also jede Firma ist irgendwo am Machen und am Umkrempeln und was da Kuckuck was, ja. Und das betrifft da hauptsächlich auch die kleineren, aber auch die größeren Firmen. Und ich meine, was wir halt an der Börse sehen, ist halt hauptsächlich Geld drucken, ja, und diese ganzen Maßnahmen, die halt letztendlich die Börse schön nach oben gedrückt haben, immer wieder und wahrscheinlich noch eine Zeit lang machen werden. Aber also wer von sich behauptet, er könne lange irgendwas planen in die Zukunft. Ich glaube, die Zeiten sind endgültig mehr oder weniger vorbei. Ja, also ich würde mir nicht zutrauen und ich würde auch niemandem trauen, der sagt, er könne die nächsten 10, 15 Jahre voraussehen in irgendeinem Markt, in irgendeiner Aktie oder in sonst irgendwas. Ja, also selbst bei den Aktien, wo ich mir fast hundertprozentig sicher bin, dass es die in 10, 15 Jahren noch gibt und ertragreich, so also wie Gazprom und sowas, ja, selbst da hört es dann spätestens nach 10, 15 Jahren auf, weil wer weiß, vielleicht kommt dann halt ein komplett neuer, also ja, vielleicht kommen dann komplett neue Energieformen und so weiter. Also das ist schon, da gibt es so viele Innovationen, das ist echt schwer abzusehen alles. Ja, alles ist im Wandel, alles im Umbruch. So, mit diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein, tschüss.